Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dead by Daylight. Ja, heute müssen wir leider nicht auf unseren Prestige One Kevin Burani verzichten. Und zwar, wir müssen mit der Claudette, wo sind die? Da, Morrel spielen und genau drei Spieler vom Haken befreien. Dann gehören uns 35.000 Blutpunkte, die wir dann benutzen können für unseren Prestige-Man. So, wir werden aber wahrscheinlich ohne Perks, ja, weil der Charakter wirklich nackig ist. Ja gut, kann man die irgendwie noch anpassen? Ja, kann man wahrscheinlich. Jo. Ja klar, im Wald läuft man so rum. Irgendwelche Hosen. Schönere Hosen. Nehmen wir die dunklere Variante. Und dann. Okay, das sieht schon etwas stylischer aus als das Standard. Als das Standard-Thing. So, jetzt ready. War Spielbeginn? Hä? WTF? Warum Spielbeginn? So, herzlich willkommen in der Lobby. So, jetzt werden wir mal sehen, wen ich von euch alle vom Haken holen werden. So, jetzt aber geht's los hier mit den, ja, endlich. Oh, ich bin so on fire. Na. So, so, jetzt. Ich liebe diese kurzen Langladezeiten. Tschüss, stiller Wunderli. Ich glaube, ich nenne das Video heute mal Eagle Featuring Dönerbuden-Ali oder so. Tschüss, hat er nicht gesagt. Doch, hab ich. Tschüss, hat er nicht gesagt. Doch, hab ich. Tschüss, er spielt mit Claudette auf der Mutters Behausung. Oh, erstmal hier die Kiste abgrasen. Grasen. Grasen. Bob. Ja, Patrick. So. So, jetzt bleiben wir mal real und bleiben hier auf dem Boden. Und suchen uns einen Generator, den wir hier. Was für ein Zufall, da steht ja einer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da steht ein Generator, den wir mit unserer Werkzeugkiste, die sich fast kaum verbraucht, reparieren. Alter, hat der mich gerade erschreckt. Komm. Natürlich. Ich war doch eigentlich schon drüber. Nein, wenn du Überlebenden auf dem Schulter hast, dann kannst du keine Dings kaputt machen. Mist, ich hab gedacht. Ich muss die Leute retten vom Haken, nicht die mich. Ah! Mann!
Er tried. Es war doof von dir. Aber danke dafür, Albladi. Tschüss, hat er nicht gesagt. Doch, hab ich. Oh, warum ist er so fixiert auf mich? Warum ist der Typ nur so fixiert auf mich? Ja, bestimmt, weil ich einmal gehangen bin oder so. Lol, er rennt an einem Haken vorbei. Mann, ist er doof. Ich glaube, jetzt... Ja, ich darf jetzt schon strugglen. Willst du mich verarschen? Und jetzt sieh zu, dass du deine vier Buchstaben hierher bewegst. Auf geht's. Oh, ich habe hier ja keine Selbstheilung mehr mit dabei. That's not so good. Und die stöhnt vor sich hin. Das ist... nicht gut. Egal, machen wir hier den Generator. Alter. Ey, immer. Ich raste aus komplett. Schokotrinken in der Glasflasche. Ich glaube, RIP. So traurig irgendwie. Also entweder bin ich zu doof, um zu spielen, oder da war irgendwas nicht legit. Weil Zeitpunkt her irgendwie eher schneller als ich. Im Movement. Naja. Nichtsdestotrotz, Survivor-Runden gehen immer. Ich kotze jetzt gleich ab, wenn wir hier Dingens. Das Schwein bekommen. Dann kotze ich ab. Weil plus diese Bärenfallenhelm. Plus dann noch an den Haken hängen, was für mich total Schwachsinn ist. The fuck, was haben wir denn jetzt hier für einen Bug? WTF? Warten. Ah, wird klar. Ah, da war mal... Wie jetzt? Nehme ich noch auf? Ja, das ist noch in der Aufnahme. Du wurdest vom Server getrennt, weil ein Fehler bei der Validierung des Hostkontos mit Easy an die Cheat Fehler Code 2 aufgetreten ist. What the fuck? Twitter Lobby Boy. Wer ist denn so arm dran und muss bei Dead by Daylight cheaten? Jetzt ohne Witz. Ohne Witz. Machen wir nochmal ein kleines Ründchen. Wir sind ja erst bei 9 Minuten, 8,5 Minuten oder so. Da kann man nochmal eine Runde dranhängen, oder? Und ein bisschen Power hintergeben. So, weil da haben wir schon lange kein Video mehr gemacht. Das muss reinballern. Das muss Erfolg werden auf YouTube. Ah, voll den Musikgenossen gestoßen. Ah. Ah. Trotzdem, das Video muss ja voller Erfolg wäre. So. Jetzt, hier haben wir einmal deinen Glückbeutel. Na toll, betrifft nur den Besitzer, du Hurensohn. Du Egoist. Na, ich meine natürlich, piep. So.
Natürlich werden wir das jetzt gewinnen. Beziehungsweise mit gewinnen meine ich die drei Spieler vom Haken zu befreien. Wenn wir nicht schon wieder den Geist haben. Aber irgendwie dürstet es mich gerade nach etwas zu trinken, aber ich habe nichts zu trinken. Nichts zu trinken da. Achso, in Reichweite. Aber nee, man hat ja so lange Wartezeiten, da würde ich ja einfach schnell mal aufstehen, an den Kühlschrank rennen, mein gekühltes Wasserfläschchen rauszuholen. Aber nee. Ich bin ja in der Aufnahme. Und bin so schön am einen wunderschönen Ladebildschirm anzuschauen. Opfergaben werden zu Beginn des Spiels verbraucht, solange sie nicht in den gegenteiligen Effekten andere Opfergaben haben. Natürlich, weil sie sich ja dann aufheben. Ja, gut. Noch irgendeinen hilfreichen Tipp? Zum Beispiel, welcher Killer es ist? Oder so? Behalte die Statussymbole der anderen Überlebenden im Blick, die dir zeigen, ob sie verletzt im Todesstatus oder nicht sind. Bedham Ford Schule, Springwood. Das heißt, das ist die Freddy Krüger Map. The Freddy Krüger Map. Hello everyone. Good luck and have fun in the game. And it's the nurse, I think. I don't think it's the witch. It's the nurse. So, verflucht. Flucht der Nervenkitzeljagd. Bla bla bla. So, Totem zerstören. Ja, Totem zerstört. Erstmal gucken, wo ist das verfluchte Totem? Wo ist das scheiß verfluchte Totem? Bestimmt irgendwo im Keller, wo man es nicht findet. Oh, Medipack. Das ist nice. Solange ich meinen Main-Charakter nicht habe. So. Panda macht nam 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 nam. Ja gut. Setzen wir uns an den Generator dran. Da wanna have fun. Oh girl. Nicht dein Ernst. For real. Ich habe gerade echt so Hosenflattern gehabt, der dass sie mich gesehen hätte. Ich glaube, im Augenwinkel hat sie mich sogar gesehen. Oh, sie hat den Typ geholt. Stimmt, ich muss jetzt Hakenjäger. Ein Hakenjäger sein. So, aber erstmal müssen wir den Generator hier durchgeschissen kriegen. Komm schon, 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 komm schon. Komm mindestens noch ein Fähigkeitscheck. Perfekt. And done. Hey,
Killer, wann hängt denn der Bursche hier endlich mal am Haken? Stimmt, ich hab meine Seelenruhe nicht. Kacke. Ich hab's nämlich gern, wenn mir die Tiere vertrauen. Blablabla. So, einen Überlebenden vom Haken habe ich schon mal. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. So, du Pfeife, lass dich heilen. Bleib stehen. Bleib doch stehen. So. Camper. Elendiger Camper. Ein elendiger Camper. Tja, den Haken kannst du nicht nochmal verwenden. Richtig ekelhaftes Gameplay von dir. Unehrenhaft. Unehrenhaft. Geht am besten raus. Guck mal, wie er da stehen bleibt. Dich werde ich reporten, weißt du das? Richtig ekelhaft sowas. So, das ist nämlich richtig asoziales Spielverhalten. Und das kann man auch melden. So, und das werden wir nach diesem Game auch tun. So. Sowas ist einfach nur asozial, behindert und
Ach, jetzt wegrennen. Wenigstens gibt es noch Punkte fürs Kämpfen. Und ich habe zwei Überlebende vom Haken. Beziehungsweise der eine zweimal vom Haken geholt. So, den werden wir erstmal richtig fett reporten. Und erstmal Flame. Gucken, was er darauf antwortet. Ja, melde dich schon wieder, wir stellen den Bundeszimmer für das. Spielmissbrauch. Camping. Lol. Die Lobby war ja ziemlich lang. Naja, ich weiß jetzt, dass ich... Ja gut, das soll es gewesen sein von dieser heutigen Folge. Wir werden dann morgen wieder von uns hören. Und ja, ich würde mal sagen, lass eine positive Bewertung da. Falls du noch kein Abo da gelassen hast, dann solltest du das die nächsten Tage ziemlich oft tun. Oder jetzt, dann bist du die nächsten Tage informiert, falls ein neues Video kommt. Weil morgen kommt sicher eins. Ohne Fingerkreuzen, ohne Lügen. Morgen kommt das nächste Video online. Ich denke mal, die Zeit wird variieren, aber morgen ist fest Aufnahmetag bzw. Uploadtag. Also bis dahin, haut rein und haltet die Ohren steif und ciao!